Komika macht sich seit Jahren einen Namen, wenn es darum geht, günstiges Zubehör für Hobbyfilme herzustellen. Ein besonderes Augenmerk scheint die Firma auf YouTuber und Livestreamer gelegt zu haben. Die Produkte lassen sich in der Regel gut mit dem Smartphone kombinieren und kommen mit ausreichend Zubehör daher. So nun auch bei dem Funkmikrofon Komica CVM WS50 in der Ausstattungsvariante C. Gleich vorneweg, das Set wurde mir jetzt von Komica für dieses Video zur Verfügung gestellt. Das Mikrofonset richtet sich an Filmer, die keine Kamera, sondern ihr Smartphone benutzen. Somit eignet sich das Set hervorragend für Vlogs und Livestreams. Der Empfänger ist so konzipiert, dass das Smartphone daran befestigt werden kann und über einen TRRS-Stecker werden die beiden Geräte dabei miteinander verbunden. Eine komplizierte Einrichtung ist nicht notwendig. Sender und Empfänger finden sich direkt beim Einschalten. Die grüne Status-LED am Empfänger zeigt an, ob die Verbindung zustande gekommen ist. Die Status-LED am Sender zeigt an, ob das Mikrofon gemutet wurde. Negativ fällt hier auf, dass die kleinen Displays schwer ablesbar sind, vor allem dann, wenn man nicht im direkten Winkel vor dem Gerät sitzt. Sowohl der Sender als auch der Empfänger zeigen die Lautstärke des Sprechers an. So hat man im Blick, ob die Verstärkung korrekt eingestellt wurde. Die Mikrofonverstärkung wird am Empfänger eingestellt. Am Empfänger selbst ist noch ein Kopfhörerausgang zu finden. Dieser dient zum Abhören des Tonsignals. Sowohl Sender als auch Empfänger werden über Micro-USB geladen. Das finde ich gut, da bei mir die Kabel sowieso herumfliegen. Ein Kabel ist zudem mitgeliefert. Das Mikrofon könnt ihr die ganze Zeit schon hören. Die beiden Geräte trennen zwei Wände in meiner Wohnung. Laut Hersteller sind 50 Meter mit Hindernissen möglich. Es sollte also zu keiner Beeinträchtigung kommen. Das Ansteckmikrofon ist Teil des Sets und verfügt über zwei verschiedene Aufsätze. Ein kleiner Schaumstoffaufsatz und ein Dead-Cat-Aufsatz für den Einsatz im Freien zur Reduktion von Windgeräuschen. Kommen wir zu den Nachteilen des Sets. Die Ausstattungsvariante C kommt mit einem kleinen Tripod. Mit diesem Tripod hatte ich schon bei einem anderen Komica-Set das Vergnügen. Leider macht er einen billigen Eindruck und die Gummifüße färben auf dem Untergrund ab. Ein bereits angesprochener Nachteil ist die schlechte Ablesbarkeit des kleinen Displays. Mir hat auch noch ein TRS-Klinkekabel gefehlt. Mit dem mitgelieferten Kabel kann man nur Smartphones anschließen. Die Aufnahme habe ich aber mit einem TRS-Kabel durchgeführt und das Set dabei an meinen Zoom H1n Audiorekorder angeschlossen. Ein weiteres Problem betrifft Android-Nutzer. Die eingebaute Kamera-App der meisten Geräte schaltet nicht auf externe Mikrofone um. Dazu muss die Open-Kamera-App genutzt werden. Diese wiederum bietet in meinem Fall nicht alle Funktionen der Original-Kamera-App. Dafür kann aber natürlich Komica nichts. Das Set erfüllt absolut seinen Zweck. Ich würde nur eine andere Ausstattungsvariante ohne den Tripod empfehlen. Ihr habt ja jetzt die ganze Zeit die Aufnahme von dem Komica-Ansteckmikrofon gehört und das Set hat ja einfach nur einen Klinkenanschluss für das Ansteckmikrofon, also kann ich auch jedes erdenklich andere anstecken. Das habe ich jetzt auch getan und jetzt hört ihr mein EduTeach ETM 006 Ansteckmikrofon. Und ich habe fast die Vermutung, dass es deutlich besser ist als das von Komica, denn das von Komica hat ziemlich dünn geklungen und ich nehme jetzt auch das erste Mal mit dem EduTeach auf, auch über die Funkstrecke und ja, ihr und ich können jetzt gleich beurteilen, wie sich das im Vergleich anhört. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich selbstverständlich über ein Abo und eure Unterstützung. Im Outro blende ich euch natürlich noch ein paar weitere interessante Videos ein.